Nico, wir müssen uns am Castle Drive treffen. Francis. Diese Nachricht hat uns Francis zukommen lassen und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 4. Ja, aufgrund dieser Nachricht habe ich mich dazu entschieden, dass wir in dieser Folge mal zu Francis gehen und gucken, was er von uns will. Also auf geht's. Blood Brothers. Why didn't you tell me Derek was back? What? Why didn't you tell me you was hanging around with my brother? I assumed if you cared, you'd have found out. Well, I have found out. Jesus, you know Derek's not well. No? No, he's sick. He always was. He's always off getting involved in someone else's fight, making a fool of himself, betraying people, going into hiding. He's an idiot and a coward. It's not my business. Whatever he stood for, he betrayed. He only left here in the first place because he was caught stealing from the mafia. He's a pathetic wretch. Okay, I got it, so... Now, he's gonna ruin my life. If it wasn't bad enough having a bunch of crooks for brothers, now I've got him threatening to talk to a journalist about his family, about me. Well, tell him to be quiet. I am trying to become the commissioner of police. I'd be a laughingstock. A cop with the famous snitching traitor for a brother. Ugh. You know, the crooks I can handle. See, that I can spin. But not this. Not this. You got the big problem then. Me? We, my friend. We. You stop him. Stop? Stop. Kill your brother. He's already dead. Just put him out of his misery. Fuck you. No, fuck you, pal. I'm gonna meet him in the courtyard park off Bismarck and Lancet. Deal with him. Make him a tragedy, not a disaster. Do it. Or I will put you away. Oh, don't push me. Dieser blöde Francis, jetzt müssen wir wieder nach seiner Pfeife tanzen. Nur weil er da irgendwelche Rechte hat, uns dann einzubuchten. Aber das ist doch echt unfair. Also heißt das jetzt, wir müssen ihn umbringen. Und da ist sogar derjenige, der heute wohl dran glauben muss. Nico, thank fuck you, Ed. Frankie arranged to meet me at this park on Bismarck. I think he's gonna try to kill me. Cops can kill who they like. Do you know the place? Are you close? Can you get there in time? I think I can make the meeting. You gotta take him out before he makes a move. This is Cain and Abel stuff, I'm telling you. Question is, which one of us is gonna be wandering the earth with a mark on his head, and who's gonna be 6 feet under, you know? This phone's running out of battery, shit! Look after me, Nico. Na gut, dann fahren wir da mal hin. Wir brauchen jetzt erstmal einen Wagen. Ich habe jetzt hier keinen stehen gehabt. Weil ich wie immer mit dem Taxi vor der Aufnahme hier hingefahren bin. Na, ich weiß, ich bin ein bisschen faul, aber das ist dann halt so. Nehmen wir mal diesen Wagen hier. Der sieht ganz in Ordnung aus. Halt mal an. Tut mir leid. Ma'am, aber ich brauche einen Wagen. Und da ich keinen besitze, ist es zwangsläufig nötig, einen zu klauen. Und da bist du halt Francis, I'm ready. Diejenige, die leiden muss. What is the plan? I hope you got over yourself and are ready for some fratricide. Don't forget that I still got dirt on you. I know this ain't nice, but neither of us has a choice. It's sounding like I got no choice. One McCreary brother is going to get me to kill another. That's what I like to hear. I want you to take the window cleaning elevator on one of the buildings around back of the courtyard. Get in position and put Derek out of his misery. Shit, I better get ready to act surprised. Don't miss, Nico. You might hit me. I'll hit who I'm aiming at. Don't worry. Begib dich zur Plattform der Fensterputzer. Oh, ich bin falsch gefahren. Aber das ist kein Problem, oder? Ey, komm, komm, Navi, das kannst du mir doch nicht übel nehmen. Das kannst du mir wirklich nicht übel nehmen. Na, wollte ich gerade sagen. Das ist doch kein Problem. Ist doch alles in Butter hier. Also müssen wir mit dem Fensterputzer da hochfahren und dann müssen wir Derek abschießen. Oder auch nicht. Warum das so ist und falls ihr die Mission nicht kennt, dann werdet ihr gleich sehen, warum ich warum auch oder auch nicht gesagt habe.
Das hat nämlich einen ganz einfachen Grund. Und wenn ich es jetzt schon so offen sage, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, warum das so ist. Aber ich will noch nicht zu viel sagen. Also wenn ihr es jetzt schon wisst, also normalerweise müsste man das jetzt schon wissen. In GTA 4 gibt es ja immer eine ganz bestimmte Sorte von Missionen. Eine ganz bestimmte Sorte. Fensterputzern? Achso, ich glaube, hier müssen wir hochsteigen. Ja, genau, hier müssen wir ein bisschen klettern. Ja, genau, so war das. Ja, wie gesagt, bei GTA 4 gibt es ja immer eine ganz bestimmte Sorte von Missionen, wo man ein bisschen mehr Einfluss drauf nehmen kann. Beziehungsweise man vor einer Entscheidung steht. Und diese Entscheidung steht jetzt auch wieder an. Oh yeah. Das ist eine heftige Entscheidung. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Und ich bin jetzt auch überrascht, dass diese Mission hier jetzt kommt. Ja, also wir stehen jetzt vor der Entscheidung. Derek, my brother. Frankie, what's this about? I've got to say, I'm nervous about this little meeting. Shit, when I heard you was back, I nearly shat myself. Sit down. Why didn't you call me? You could have slept on my couch. I'm doing real well for myself, real well. I'm sorry about how life turned out for you. Ja, das ist die Entscheidung. Erlegen die Derek oder Francis, wenn du bereit bist. So, ja. Was ist denn jetzt hier die Entscheidung? Was machen wir jetzt? Also ich habe mir das nicht so überlegt jetzt vor der Aufnahme oder sowas. Das heißt, ich stehe jetzt hier gerade vor dieser alles entscheidenden Frage und ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal die Sachen durch. Fangen wir mal bei Derek an. Derek, okay, er ist schon eine Drogenleiche. Und keine Ahnung, hat eh nicht mehr viel vom Leben, kriegt nicht mehr so viel mit. Aber sehen wir es mal so. Hat er uns jemals etwas angetan? Also es geht ja jetzt nicht um sein Leben, sondern darum, wie er mit Nico in Verbindung stand. Hat er uns jemals irgendwie ausgebeutet oder betrogen oder erpresst? Nein, hat er nicht. Francis. Okay, er ist keine Drogenleiche, so wie er, aber er hat uns oftmals erpresst. Und immer wieder. Was heißt ja oftmals? Das ist schon ziemlich oft passiert. Und ja, immer mussten wir nach seiner Pfeife tanzen. Und jetzt will er, dass wir ihn umbringen und damit würden wir ihm ja schon wieder einen Gefallen tun. Aber das hört jetzt langsam auf und deswegen sage ich einfach mal Tschüss, Derek. Francis meine ich. Das ist für mich die einzig richtige Entscheidung gewesen. Vielleicht können das einige von euch jetzt nicht nachvollziehen, aber wenn man die Fakten wirklich mal durchgeht, dann ist Derek, auch wenn er nicht mehr so ganz am Leben teilnimmt, trotzdem eine bessere Person oder ist besser mit Nico umgegangen als Francis. Deswegen, logische Entscheidung. Bam. Tschüss, Francis. Jetzt gehst du uns auch nicht mehr auf die Nerven. Oh, ich bin so froh, jetzt ist es... Egal, ich habe schon so oft gesagt, jetzt ist es vorbei mit Francis. Aber jetzt ist es wirklich vorbei. Jetzt ist es wirklich vorbei. Endlich haben wir es geschafft. Das war's. Jetzt können wir Derek auch Bescheid sagen, dass wir ihm das Leben gerettet haben gerade. Out of the fucking blue. I really got the feeling it was him and me back there. You don't know the half. The last bit of juice I got on this thing. He's still a great designer. Yeah. Das war jetzt irgendwie mal heftig. Und jetzt sind wir hier erst bei 9 Minuten 30, aber eigentlich wollte ich ja gar nichts mehr machen in dieser Folge. Das ist ja das Problem jetzt. Vielleicht gehen wir noch zu Bernie oder zu Jimmy Pegorino. Ja. Warum eigentlich nicht? Gehen wir mal zu Jimmy Pegorino. Machen wir doch nochmal was. Das ist einfach zu kurz. Da müssen wir einfach nochmal eine Mission machen. Ich dachte eigentlich, ich belasse es jetzt damit, weil das ja diese Entscheidungsmission war, aber naja, wenn wir bei 10 Minuten sind, können wir auch noch mal ein bisschen mehr schaffen. Und Ray ruft uns an. Was willst du denn jetzt von uns, Ray? Hallo. So, Nicky, you and the package get close, I see. He's got work. He pays. That's about it. Yeah? Well, remember who made the introduction. Remember who brought you in. Don't you forget about me. If you want to pass something up to me, pay me some tribute.
Sorry, Ray. I'm freelance. I don't buy into that tribute stuff. This work has many disadvantages, but, hey, at least it's tax-free. Das stimmt, Nico, da hast du recht. Oh. Da war auch vor der Aufnahme noch Bruce, die wollte auch noch anrufen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt nochmal versucht. Ich hoffe, wird er auf jeden Fall irgendwann nochmal machen und dann gehen wir auch nochmal ran. Es war auf jeden Fall kein Anruf, der irgendwas mit Bowling oder so zu tun hatte, denn das kann man immer ganz leicht daran erkennen, und wenn man den Anruf ablehnt und dann guckt, ob man einen Daumen hoch oder runter bekommt. In dem Fall dann natürlich einen Daumen runter. Und das kam nicht, das heißt, es ist ein storytechnischer Anruf, deswegen wird er auf jeden Fall nochmal kommen. Ich weiß jetzt nicht wann, aber er wird irgendwann kommen. Irgendwann, wenn die Zeit reif ist. Oh, anhalten! So. Sind wir eigentlich schon in der Nähe von Jimmy? Also sind wir schon auf der linken Insel? Ich bekomme das hier gerade gar nicht mit, so irgendwie. Peggy, okay. There's one less cop on the streets of Liberty City. What do you mean, Peggy? I mean that my cop brother Francis McCreary is no longer with us. You and Jerry must be very upset. Hardly. Couldn't stand the bastard myself. That said, the only celebrating Jerry's gonna be able to do will be in prison. He got hauled in last night. Shit, is it serious? Charges ain't gonna stick, don't worry. Anyway, it means a lot to the family if you come to Francis' funeral. It's at the church in Suffolk today. I'll stop by, man. I'll see you there. Remember to wear a suit, Nico. Can't have you dressed like a bum in the church. Uh-huh. Oh, Undertaker! Oh, jetzt müssen wir zur Beerdigung von Francis. Na, eigentlich wollte ich da ja nicht teilnehmen, aber... Hä? Heute Abend hat... Oh mein Gott. Ja gut, dann fällt das aus mit Jimmy Pecorino. Müssen wir mal bei Kate rangehen. Hi, Nico. Hey, Kate. I'm sorry to hear about your brother. You're probably the only one. He was too much of a cop for my family to accept him, and too much of a gangster to be accepted by the cops. What did you think about him? To be honest, I thought this would have happened earlier. Then again, I expect to get a call from the coroner about any one of my brothers every day. You going to be at the funeral? Sure. I'll see you there, Kate. Goodbye. Begib dich in die Kirche und nimm an der Beerdigung teil. Ja, das ist doch auch mal eine lustige Story. Wir sind verantwortlich, dass Francis McCreary stirbt, und nur ein paar Minuten später wird er schon beerdigt und wir nehmen daran teil. Wir, diejenigen, die ihn umgebracht haben, nehmen an der Beerdigung teil. Oh mein Gott. Das ist irgendwie... Das ist verrückt. Das ist total crazy und so, aber wir müssen ja hin, wenn sie uns einladen, nicht? Ja, so sehe ich das jetzt. Können wir Francis nochmal die letzte Ehre erweisen? Und danach können wir uns für immer von ihm verabschieden. Er wird uns nie wieder nerven, nie wieder anrufen, nie wieder erpressen. Ach, es wird ein schöneres Leben in GTA 4. Es wird um ein Vielfaches schöner einfach. Na, gab's? Ich habe einen umgebracht und jetzt Moment, ich muss euch das erzählen. Ich habe euren Francis McCreary umgebracht, euren Supercop, und jetzt fahre ich hin und gehe zu seiner Beerdigung. Ist das nicht lustig? Scheint sie auch nicht so zu interessieren, die Cops. Ich dachte, die verfolgen uns jetzt, aber ich glaube, das ist denen auch irgendwie egal gewesen. Ach, das war nur ein Egoist. Er hat sich doch nur selbst bereichert mit seinem Job. Hat sich mächtig gefühlt, weil er in beiden Szenen irgendwie aktiv war. In der Gangster-Szene, in der Cop-Szene. Also, weiß ich nicht. Sollte man nicht so drüber trauern. Ich glaube, ich habe, als ich das Spiel früher an der PlayStation 3 auch mal durchgespielt habe, da habe ich, glaube ich, auch Francis umgebracht. Also, ich will nicht... Mich würde irgendwie mal interessieren, was passiert, wenn Derek drauf geht. Vielleicht könnte ich da ja mal ein Special draus machen. Dass ich dann eine Anmerkung am Ende dieses Videos mache und dann zeige, was passiert, wenn man Derek umbringt. Das ist gar nicht so schlecht, aber jetzt sind wir erstmal bei der Kirche.
Auf zur Beerdigung von Francis McCreary. And while no one is suggesting he was an angel, none of us are. That is why God put us on earth and not in heaven. The trials of humanity were sometimes too much for him to bear, but he was a committed family man and a man of beliefs. God asks us to show faith, and that is what he did in his way. Francis gave so much of himself and will be sorely missed by us all. Amen. 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 Now, if you will all please join me in the procession to the cemetery. Francis was a good boy. I'm sorry for your loss. I'm not. I'm sorry for Ma. I gave up on my brothers a long time ago. Most I ever expected from them was to put flowers on their coffins. You have a strange family. Who doesn't? I don't know. Oh my God! Get the hell out of the way! Oh mein Gott! Jetzt geht's hier aber richtig ab! Was ist denn jetzt hier auf einmal los? Die albanischen Gangster! Nico, will you help me protect my family? Boah, jetzt treff ihn doch mal, verdammt nochmal! Natürlich helfe ich dir, Packy. Bei Francis war eine Ausnahme, aber jetzt helfe ich dir, deine Family zu beschützen. Bam, Heather. Da kommt die nächste Ladung. Ich nehme jetzt diese Waffe, mit der ist das viel einfacher. Naja, keine Sorge, wir werden das schon irgendwie schaukeln, das Fest hier. Wollen, da kommt von rechts der nächste Wagen. Da kommt er. Jawohl. Da kommen die nächsten. Oh mein Gott. Ja, das ist nicht immer eine Schießerei. Und der hat sogar eine Shotty. Aber das wird dir nichts bringen auf die Distanz. So, das war's. Oh Mann, das ist noch lange nicht alles, sage ich euch. Wir sind hier noch nicht durch. Und jetzt müssen wir den Leichenwagen fahren, wo Francis drin liegt, die letzte Fahrt mit Francis. Frankie's plot is in the graveyard on Colony Island, Nico. Could we put him in the ground? Fahr Peggy und den Leichenwagen zum Friedhof. Aber wir sind hier noch lange nicht durch. Denn irgendjemand hat natürlich wieder was dagegen. Jetzt müssen wir ja vor den Leuten flüchten mit Francis. Eigentlich ist mir das total egal, was mit Francis passiert. Aber wir müssen ja der McCreary-Familie helfen, die ja ansonsten echt korrekt ist. Oh. Nein! So, den Fahrer eben mal ausgeschaltet. Muss Nico hier wieder alles im Alleingang erledigen. Er muss fahren und die Leiche darf hinten auch nicht rausfallen. Ich glaube, kann die überhaupt hinten rausfallen? Ich glaube, die kann sogar hinten rausfallen, wenn man sich dumm anstellt. I don't think they're after us no more, Nico. Shit, I never thought I'd be on the run from some Albanian gangsters with a cop. Und wieder der Fahrer. Wow, die Leiche. Seht ihr? Die hängt da schon ein bisschen raus. Der sagt. Oh nein, der darf hier jetzt nicht rausfallen. Das wäre ja echt das Schlimmste. Wie weit haben wir es eigentlich noch? Ach, wir sind gleich da. Auf dieser kleinen Mini-Insel ist doch der perfekte Platz. You know, I'm still not that fond of the guy, even in his death. I guess that's what turning cop will do to a fraternal relationship. I guess you've got enough brothers to hate one of them. Swiftly running out, Nico. Ain't got that many left. Now that Francis is on his way to the graveyard and Gerald is behind bars, all I got left is that smackhead Derek. You've got Katie. I could have fucking guessed you'd bring her up. I was thinking you only kept those hitmen away from the church to protect my sister. I did it all for you. Sure you did, Nico. Tell yourself so, you did it. Hier wären wir. Wir haben es ja doch irgendwie geschafft. Time to say goodbye to my brother. Amen. Ja.
Thanks, Nico. What for? Guys like you don't like cops. Being here, helping us out, I appreciate it. It's not that I don't like cops. You do what you do to get by. Cops are just regular guys trying to survive. Anyway, I'm not here for Francis. I'm here for you and Packy. Like I said, thanks. Give me a call sometime, Nico. Da rollt er weg, der Leichenwagen, den ich eigentlich gerne mal haben würde. Ich frage mich, ob man den auch kriegen kann. Ich versuche den jetzt mal zu bekommen. Aber ich glaube, das war's jetzt hier erstmal mit dieser Folge für heute. Ist ja ziemlich verrückt gelaufen und ich bin erstaunt eigentlich, wie sicher sich Francis fühlt. Yeah! Ich hab ihn! Ich hab den Leichenwagen! Da sitzt aber jetzt nicht mehr Packy oder so drin, oder? Nee. Also Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Verrückter Part. Ich bin erstaunt, wie sicher sich Francis gefühlt hat, dass wir Derek umbringen. Ich meine, der stellt uns vor die Entscheidung. Er oder Derek. Und er hat nicht eine Sekunde daran gedacht, glaube ich, dass wir ihn auswählen. Also das ist schon ziemlich verrückt. Und da kommt sogar nochmal der Anruf von Brucey. Nicky, what the fuck is that? Roman's getting hitched? The big man's hanging up his hunting rifle? More out there for you, right? More for me and you, buddy. I have to admit, that was not my first thought when I heard. I'm happy for him. Sure you are. I'm happy too. Fucking happy. Brucey's ecstatic, homie. Just, you know, kinda gonna miss him is all. He's not going anywhere. Him and Mallory are only getting married. We all have to settle down sometime. What, you think I'm getting old? I got the abs of a 17-year-old gymnast and the forehead of a toddler, baby. Brucey don't need to settle down just yet. Sure, sure. Enjoy all that extra pussy then, Brucey. I'll see you around. Dieser Anruf war so dringend? Naja. Okay, Leute, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal.